Hallo meine Lieben, heute machen wir einen Nebenkaffee. Oh. Vielleicht hat man es jetzt gerade vorher noch nicht so verstanden, weil meine Hunde haben gerade gemeint, sie müssen eine Böfin neben Kautot. Das sind so knusprige Reisbällchen als Salat. Ich habe da schon in der Früh einen Bruchreis gekocht im Reiskocher. Deswegen einen Bruchreis, weil der auch ein bisschen klebriger ist. Und ich habe ihn gleich mit ein bisschen Bärlauch gekocht. Ihr könnt dann Knoblauch rein tun oder Knoblauchpulver oder ihn irgendwie nur aromatisieren. Und dann nehme ich einen Esslöffel roter Currypaste her. Ist das zum Vermanschgang oder ist das zum Salat? Passt schon, nimm das her. Nein, du kannst nicht, oder das musst du dann machen. Das ist Vermanschgang gleich. Das gehört dann ordentlich mit den Fingern vermanscht. Und ich brate da in der Zwischenzeit schon mein Tempeh. Hast du ein bisschen Öl rein? Nein, also ich brauche da keinen. Ich habe eben da ein Tempeh. Man kann es aber auch mit Tofu machen. Oder im Original wird er gern so ein bisschen ein mariniertes, fermentiertes Schweinefleisch dazu genommen. Das Gericht kommt ursprünglich aus Laos. Aber eben, wir machen es mit Tempeh. Ist das irgendwo rein, oder? Ja, ich muss die Kugel schnell ein bisschen aufziehen. Okay. Dann der Rest wird zum Salat vermischt. Da habe ich da eine geraspelte Zucchini oder Gurke. Normal nimmt man so Tomatenfüllen. Aber ist wurscht. Weißt du das vielleicht? Mhm. Normal nimmt man Gurke und ein bisschen geraspeltes Weißkraut. Nur Weißkraut haben wir keins daheim. Zucchini haben wir daheim gehabt. Und ein bisschen Lauch in kleine Ringe. Dann eine Chilischote. Ein bisschen Ingwer. Ein bisschen Knoblauch, ich hätte gerne den Tempel umgehört. Den mag sie auch nicht umdrehen lassen. Nimmst du eine Zwicke mit oder irgendwas? Oder ich muss da den Löffel nehmen oder. Aber so. Weil das soll von beiden Seiten knusprig werden, nicht nur von einer. Jetzt noch die Sherry-Tomaten, die haben halbiert, also da geht sie jetzt gerade. Und Schalotten in kleine Ringe geschnitten.
gehört, aber da noch rein, Schatzi, das Maismehl. Habe ich auch erzählt gehabt. Sonst hast du die Verbindung. Also zum Reis, der jetzt mit der roten Currypaste vermischt worden ist, kommen noch 2 Esslöffel Maismehl. Und dann wird es zu Kugel geformt. Da tue ich jetzt noch Erdnüsse rein. Ich habe da Erdnüsse, die sind in ein bisschen Sesam. Dann machen wir den ein bisschen an, den Salat. Einfach mit ein bisschen Sojasauce. Zitronensaft, also Limettensaft in meinem Fall. Ich tue noch ein bisschen normalen Essig rein. Und ein bisschen Balsamico-Essig da rein. Normalerweise gehört da so ein schwarzer asiatischer Essig rein. Oder Reisweinessig, aber. Ich mag den Balsamico recht gern. Also kommt der da rein. Dann kommen da noch die knusprigen Tempeh. Löffel drauf. Ich tue es jetzt so aus, weil wir das Öl gleich drinnen lassen. Dann braucht man nicht mehr so viel Öl noch. Gessen, da werden jetzt dann die Reisbällchen auch noch angebraten. Und wenn ihr jetzt keine rote Currypaste daheim habt, könnt ihr irgendeine andere Currypaste gerne nehmen. Oder ein bisschen Tomatensauce oder Hoisinsauce, Süß-Sauersauce. Oder auch Ketchup, wenn du sagst, du magst nichts Scharfes. Oder auch, es ging auch mit ein bisschen einer Wasabi-Paste. Das Öl muss ich aber noch abgessen. So. Und eben den Reis in so Kugel formen lassen. Und dann wird der da auch von allen Seiten knusprig gebraten. Ihr könnt es auch so Datscherl machen, wenn du sagst, du willst jetzt keine Kugel. Und wenn ihr es nicht in der Pfanne machen wollt, dann könnt ihr dort Fritteuse nehmen oder die Heißluftfritteuse, also ein Airfryer. Wichtig ist nur, dass die Kugel dann knusprig werden. Arizona! So, und während ich mich dort spüre, müsst ihr mir nicht zuschauen. Ich melde mich dann einfach, wenn meine Kugel knusprig sind und fertig sind. Und dann zeige ich euch, wie man den Salat fertig anrichtet. Bis dabei! So, meine Lieben, die Reisbällchen sind jetzt knusprig gebraten. Der Salat hat ein bisschen durchmariniert. Dann riecht man da jetzt gleich ein bisschen Salat auf dem Teller. Dann kommen da fertig ist unser knuspriger Reisbällchensalat aus Laos. Ich wünsche euch wieder Mahlzeit, guten Appetit, gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen und sage, fertig und ich freue mich, wenn ihr mir nächstes Mal wieder zuschaut. Ciao, ciao!